Kunstmuseum. Museum Gelsenkirchen. Nein, da habe ich ein Bild ausgestellt. Ein abstrahiertes Landschaftsbild aus Helsinki. Das ist die liebe Skandinavien, Finnland, war ab 72 unterwegs. Nur Hafenstädte, wo es hammerhart ist. Ulu. Aber dann Ulu, Turku. Tatsächlich, ganz oben. 72. Dann oben ist Heimat Seenplatte, lange Kotka, Hamina. Freunde, die wissen, es ist klar. Ganz oben in Tornio. Ja. Tornio. Das ist oben an der Spitze des Meerbusens. Ne? Muss nach Norwegen gehen, auf dem Truppenübungsplatz. Ja, ich war auf dem Truppenübungsplatz. Die Golf spielen, die spielen dann Golf von einer Insel zur anderen. Das kenne ich. Ja. Und Salz. Haparanda ist in der Nähe und Ravinier. Da war ich auch. Ja. Rovaniemi war ich auch. Ja. Rovaniemi war ich auch. Du warst Händike. Und ich war in Mikkeli, das ist auch sehr schön. Das ist die höchste Stelle des Heimatsebel, Fernsehturm, 100 Meter. Ja. Ja, Herr Kuhner. Schnee von vorgestern. Ich habe eine Frage an Sie. Ja. Die große Düsseldorfer Kunstausstellung. Ja. Die hieß ja früher, hieß die ja Winterausstellung. Ja. In den 60er, 70er Jahren. Ja. Weshalb hieß die da immer Winterausstellung? Weil sie im Winter stattgefunden hat. Hat er Sie gefragt oder mich? Ich wollte unterstützen. Meine Frage ist so clever. Die Nein, die Antwort ist vollkommen idiotisch von Ihnen. Es hat ein. Wenn die im August Sommerausstellung ja, wollen Sie ein Interview mit dem Hermann da vorstellen? Berti, nein, auf keinen Fall. Berti Vogt, Bundeswahltrainer. Ich wollte gerade nur Schützenhilfe geben. Der Herr ist von Rundfunk und macht ihr Interview. Das freut mich. Das Sie können aber doch. Hey, jetzt lassen Sie ihn. Der Tisch ist auch frei. Der ist jetzt still, der lernt, der ist lernfähig. Das finde ich auch. Ja. Also, ich frage Ihnen, warum die Umbenennung unter anderem stattgefunden hat. Es gibt in Deutschland traditionell mehrere große regionale Ausstellungen, die aber auch überregionale Künstler zulassen. Die drei größten und wichtigsten in den letzten 100 Jahren waren die große Düsseldorfer Kunstausstellung jetzt oder Düsseldorfer Kunstausstellung, die große Münchner Kunstausstellung und anerkanntermaßen die Darmstädter Sezession, die auch von der Qualität wahrscheinlich beiden Ausstellungen den Rang ablaufen kann oder könnte. Ich kann das nicht beurteilen. Dagegen haben andere Städte wie Berlin, Karlsruhe, Frankfurt und so weiter und so weiter sich auf regionale Ausstellungen ihrer Künstler beschränkt, aber keine weitere nationalen Gäste oder internationalen Gäste eingeladen. Das heißt, diese Ausstellungen hatten den Vorteil, dass sie auch über den eigenen regionalen Rahmen hinaus nicht nur Bewerbungen zuließen, sondern auch gezielt Einladungen ausgesprochen haben, in dem Bewusstsein, dass dadurch der eigene regionale Claim bereichert wird. So ist zum Beispiel meiner Meisterschülerin Stefanie Pesch und Elisabeth Weckes waren mit 28 Jahren Mitglieder Darmstädter Sezession, weil man sie für so wichtig hielt. Was ich betone, was ich unterstütze, ich bin da nie gefragt worden, sehen Sie? Das zeigt Blick nach vorn. Es geht nicht nur um Bewerbung, der Künstler bewirbt sich nicht nur, sondern es wird auch gezielt eingeladen. Das sollte man hier auch wieder einführen. Völlig aberwitzig ist der Vorschlag von Herrn Bertram Müller aus der Rheinischen Post, ja, Themen zu stellen. Ja?
Da sind wir am Ende. Das ist die Maria-Hilfs-Kunstnummer. Das kennen wir. Ich schlage vor: Hunger in der dritten Welt, AIDS, Terrorismus, Umweltzerstörung, Kommunismus, Katholizismus, der und auf Süd, West und Oberkassel. Ja, ja, was ist also das schlecht, ja? Ja, weil der Künstler arbeitet frei und kann jederzeit seiner Intuition und seiner Eingebung folgen. Wenn er ein Thema vorgeschrieben bekommt, interessieren keine Themen. Das Thema ist das große Ganze. Dann können wir die Ausstellung Wesen und Wirkung nennen. Das ist doch mentaler Edelkitsch. Der Künstler spitzt in seinem Bild sein Objekt. Auch der schlechteste, betone ich, spitzt immer noch etwas zu, was ihm bedurft ist, der Form Geist zu geben. Wenn aber ein Thema vorgegeben ist, dann ist ja der Geist schon vom Auftraggeber besetzt mit einem Thema. Dann ist der Geist nicht frei, sondern der Geist ist gebunden an das Thema. Das darf nicht sein.